in der Mitte, wo man eine Fahne setzen kann. Daraus könnte man auch noch einen Berg machen. Teil des Bergs machen. Ah, naja. So, und dann weiter im Norden ist nochmal ein Berg mit ein bisschen Gold und ein bisschen mehr Kohle. So, und da suche ich jetzt mal ran. Da ist noch so ein kleiner Berg in der Nähe, den ich mal wegmache. So. Und rechts daneben ist halt nochmal so ein großer Berg mit allen möglichen Kram. Und ich weiß jetzt nicht, was ich da noch drauf machen soll. Ja, ziemlich viel Stein, auf jeden Fall. Das ist richtig. Ich würde auch gerne noch mal so ein paar Steine setzen. Jetzt nicht als Berg, sondern als Items da halt einfach. Weil das kommt mir hier bisschen wenig vor, stellenweise. Stein. Mache ich hier einfach mal so eine Steinader auf die eine Seite. Dann geht hier so eine Eisenader durch. Dann geht hier noch mal eine, muss hier noch mal eine große Kohleader durchgehen. Darum ist noch so ein kleiner Berg. Den mache ich mal weg. Kleines Bergstück. So. Kohle. Verbinde ich mal hier ein bisschen. Oben ist dann ein bisschen Gold. Und dann noch mal Steine. So. Huch, ich werde angerufen. Okay. Ah, hat wieder aufgelegt. Okay. So. So, was hältst du jetzt hiervon? Weiß nicht, ob du das sehen kannst. Darauf vielleicht noch ein bisschen. Also, die Ah, was letzten jetzt? Berge quasi. Stein, Eisen, Kohle, Stein und Gold. Und rechts nochmal Eisen und Kohle. Ja, sieht nicht schlecht aus. Ja. Also, zu wenig werden wir auf jeden Fall nicht haben. Nee. Map ist einfach viel zu groß. Ja. Und wir haben ziemlich große Berge, also da wird nichts passieren. Ich speichere nochmal. Funktioniert. Setze ich noch mal ein paar Steine so hin. Stone Resources, glaube ich, war das.
Ich kann ja trotzdem mal hier so ein Hafending in die Ecke setzen. Einfach, falls man ja, mal einen Hafen zu bauen. Ja. Ich könnte sogar zwei setzen. Oder nicht viele. So, wo war das? Harbor. Sieht schon mal gut aus. Und oben noch mal ein. Ja. Gut. Jetzt hier noch mal ein paar Steine hin. So. Also wenn ich das jetzt spiegle, wird der mit dem Map 8 Hafenplätze haben. Gehen Spieler ein. 2. Oh, okay. Ja. So, speichere nochmal und dann spiegle ich. Wie ging das gleich nochmal? Ah, Karte spiegeln. Zück. Ah, ich muss nur die Spielerpunkte nochmal setzen. Die Hafen. Alles soweit gut. Nochmal speichern. Nochmal spiegeln. Und jetzt setze ich die Spielerpunkte. Ich muss jetzt noch die anderen Spielerpunkte setzen. So. Das hier zwischen diesen drei Wäldern, diesen drei Bergen. So. Na, wo ist denn da? Auf diesem roten Feld. Oh, links. Von den drei roten Feldern. Okay. Oh, was denn? Kann ich auch nochmal wegmachen. Und nochmal spiegeln. So. Da. Und hier. Da. Und hier.
So. Vielleicht sollte ich den. Das ist nicht so schlimm. Ich hoffe es einfach mal. Oder ich lösche die Spielerpunkte nochmal und setze die ein bisschen weiter nach links. Verwirrt. Sieht das so anders aus? Scheint nur eine Textur so zu sein, die ein bisschen komisch ist. So. Ja, das gefällt mir. Kann aber auch schon wieder ein langes Spiel werden, weil ich glaube halt, das ist echt, glaube ich, eine relativ große Map. Ja. Aber finde ich durchaus gut. Okay. Kann ja bei mehreren Sessions spielen, das ist jetzt. Ja, ich meine, aber wenn man jetzt halt nicht, also wenn man jetzt keinen Kampf hat, ist es aber auch nicht so interessant, glaube ich. Weißt du? Ja, gut. Auf jeden Fall gegen starke Computer, dann ist es vielleicht eine Herausforderung. So, ich will nochmal noch mal eben die Fische einstellen. Hier sind mir nämlich zu wenig Fische. Wie macht man das denn hier? Logical Error. Error. Preset. Remove Fish. Dann nochmal Create Fish. Ja, so sieht das schön aus. Richtig schön viel Fisch. Speichern. Natürlich auch ein kleines Problem. Wir haben quasi, also es dauert ein bisschen, bis wir ans Ufer kommen, um überhaupt Fische zu kriegen. Ah, stimmt, ja. Weil wir also jetzt mitten in der Dings sind. Ja, was? Oder soll ich die Zeit, die Stadtdinger nochmal woanders hinsetzen? Naja, wollte ich gerade sagen, wäre vielleicht nicht schlecht, das weiter ans Ufer zu setzen. Vielleicht einfach links, weiter nach links vom Startpunkt. Weil dann. Also hier oben ist so ein Platz, halt auch der relativ von den dicht am Ufer ist. Aber dann muss man sich hier erstmal durch die